Einen wunderschönen guten Tag. So, ja. Wir sind heute hier, um uns das neue Kardaiga anzuschauen. Kommen wir dann mal zum Punkt, ohne lange Vorrede. Wir befinden uns hier, damit ihr euch nicht gleich wundert, auf dem koreanischen Testserver. Ja? Das da unten ist koreanisch. Klingt komisch, sieht komisch aus, ist aber verdammt nochmal genau so, wie ich euch das sag. Könnt ihr mal ganz kurz umschauen. Auf dem koreanischen Server sieht es auch nicht anders aus wie bei uns, außer hier vielleicht in der Mitte. Da steht wohl irgendeine Dekoration. Normalerweise. Heute vielleicht gerade nicht. Ist aber auch egal. Da haben wir noch einen anderen NPC, wie ihr sehen könnt. Das ist ein Avatar, der auch nur Lizenz in Korea hat. Deswegen für uns uninteressant. Wir brauchen diese Dame im weißen Kleid nicht. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz um hier. Big Ben haben sie auch, ne? Big Ben. Für unsere Neulinge. Wenn jemand sagt, wir treffen uns Big Ben, dann geht er hierher. Weil diese Uhr aussieht wie Big Ben. In London. Ja. Was uns natürlich interessiert, ist das neue Kardaiga. Ich habe vorher schon mal eine Runde gespielt mit URD-Schlägern. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch ein paar andere Schläger auf diesem Account gefunden. Habe leider nicht die Möglichkeit, mir selber Schläger zuzuweisen. Ist aber auch wurscht, braucht man nicht. Ich glaube, ich habe ganz gute Schläger gefunden, auch wenn ich nicht weiß, wie sie heißen. Also das ist ein Hybrid-Driver. Das sieht aus wie Cyclone. Cyclone 3W und 5W. Ich weiß nicht ganz genau. Zyklon. Das sind auf jeden Fall URD. Also die nicht die Beginner-URD, sondern die ordentlichen URD. Wedges. Erkennt man daran, weil sie nur einen Fähigkeitspunkt pro Skill haben und nicht zwei wie die Verdandi. Das könnten die Hallo London Eisenset sein. Sind übrigens auch gefittet. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Test-Account von unseren koreanischen Kollegen. Aber die haben mir die Eisen netterweise wohl gefittet. Naja. Das ist ein Putter. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was das für einer ist. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wisst, was ich hier anstecken habe. Es könnte Tornado sein. Bin mir aber nicht sicher. Standesgemäß natürlich den Korea-Ball. Und ja, ein bisschen was zum Anziehen auch. Sollen dann nicht leben wie ein Hund, ne? Kostüm am Start, Avatar nicht am Start. Auch mal, aber auch nicht. Wir wollen ja nur ein bisschen testen und uns den neuen Kardaiga-Kurs ansehen. Deswegen suchen wir uns mal ein Spiel. Kardaiga ist der hier. Da müssen wir nicht Koreanisch können für. Den OK-Button finden wir auch noch. Und dann stürzen wir uns ins Kardaiga-Vergnügen. Ja, es fällt gleich hier schon mal auf. Das Hintergrundbild hat sich verändert. Wir sehen hier einen Felsen. Wir sehen hier einen Wasserfall. Einen eingefrorenen. Und kann ich schon mal sagen, das Loch kommt so auch auf den Kurs vor. Ja, wir werden auch gleich, wenn wir am Loch 1 sind, schon gleich einige Änderungen sehen. Es fällt sofort ins Auge, dass sich die Texturen im Allgemeinen geändert haben. Die Felstexturen sind jetzt höher auflösender als das Kardaiga, das vor, keine Ahnung, 100 Jahren geschaffen worden ist. Wenn wir uns hier umsehen. Auch der Hintergrund, das ganze Hintergrundbild ist anders geworden. Man könnte schon fast meinen, Kardaiga wäre in Deutschland und das hier sind die Alpen. Da hinten ist die Zugspitze. Da ist die Hochries. Und der große Aber ist da auch irgendwo. Ist aber auch egal. Was ein großes Merkmal auch noch ist, ein weiteres Merkmal, wenn man auf die Minimap schaut, ich blende mal eben ganz kurz das Loch 1 so wie es früher aussah. So sah Loch 1 früher aus. Und wenn wir jetzt auf die Minimap darüber schauen, sehen wir haben einen
Seniorabschlag bekommen. Ja? Nicht auf jedem Loch gibt es den Seniorabschlag, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber auf einigen Löchern gibt es jetzt einen Seniorabschlag. Also einen Abschlag für Spieler mit Level 101 oder höher. Die anderen beiden Abschläge, der hier und der gute hier vorne, auch Dönerspieß genannt früher mal, die sind gleich geblieben. Aber dieser hier wurde hinzugefügt. Wir wechseln jetzt mal die Schläger und schauen uns so ein bisschen um. Ja, sehen hier, meiner Meinung nach ist es hier ein bisschen begradigt worden. Ist es hier ein bisschen begradigt worden auf diesem Fairway? Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber, das war welliger früher mal. Haben wir auch immer noch das hier. Das gab es früher auch schon. Und links neben der grünen Plattform gab es das Fairway auch schon immer. Das heißt, es gab natürlich das neue Tee und selbstverständlich die optischen Änderungen auf Loch 1. Sehr viel mehr haben wir hier nicht. Und mal schauen, wie ich mit meinen Stats hier zurechtkomme. Ja, ja, ihr seht, auch das Grün, ups, jetzt habe ich mich ein bisschen verdrückt. Ja, das Grün ist auch weitestgehend so geblieben, wie es vorher war. Das heißt, es gibt immer noch hier diese Mulde zwischen diesem Berg ab und diesem Berg ab. Die Fahne steht da. Da oben geht es auch noch nach unten, genauso wie es hier nach rüber geht und da nach hinten. Das heißt, es hat sich hier erstmal nicht sehr viel geändert. Ich probiere jetzt mal den Ball einigermaßen hier hochzubringen. Und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, die meisten Löcher haben sich eigentlich gar nicht geändert, beziehungsweise nur einige kleine Details haben sich dann geändert auf einigen Löchern. Zwei oder drei Löcher wurden allerdings komplett ausgetauscht. Also die... was war denn das? Hier? Ich glaube, das war das hier. Wenn man keine Stimme mehr haben möchte. Zwei oder drei Löcher wurden komplett rausgenommen und gegen andere Löcher ausgetauscht. Die sind also komplett neu. Ah, ich habe hier natürlich keine Chipwerte. Ist aber auch egal. Das Paar ist auf jeden Fall sicher. Hoffe ich. Übrigens, falls ihr möglicherweise auf diverse Produkte aus dem Hause Danone Lust bekommen solltet, nachdem ihr dieses Video hier gesehen habt, die Werbung hier hinten hat nichts mit Product Placement zu tun. Ja, wir kriegen kein Geld von Amino irgendwas und auch nicht von dieser netten, hübschen Dame, die da im Hintergrund das Fläschchen ganz schön in die Kamera hält. Ah, toll. Nein, wir kriegen kein Geld von denen. Das ist koreanische Werbung. Ich wüsste nicht mal, wo man das kaufen kann. Deswegen, lasst euch nicht ablenken. Aber falls ihr plötzlich Lust haben solltet auf diverse vergleichbare Produkte aus deutscher Herstellung, ja, dann wisst ihr, wo es herkommt. Von Shot Online. So sieht es nämlich aus. So, Nice In. Interessant übrigens, dass auf dem koreanischen Server Nice In steht, was ja nun mal Englisch ist. Aber wir wollen uns ja nicht wundern. So, jetzt sind wir an Loch 2. Loch 2 sah früher so aus. Also, da hat sich auch nicht allzu viel getan. Jetzt mal hier auf einen, ja, auf eine gute Entfernung. Was sich allerdings getan hat, ist, dem einen oder anderen mag vielleicht auffallen, es ist ein zweites Bäumchen dazu gekommen. Hier auf der linken Seite gibt es ein zweites Bäumchen.
Rechts das Bäumchen ist nach wie vor da. Das gab es früher auch schon. Wobei da jetzt auch zwei stehen, aber der zweite oder der rechtere von beiden ist eigentlich eher so schmückendes Beiwerk. Aber hier der links und der kann tatsächlich auch sehr störend sein, wenn die Fahnenposition weiter links auf dem Grün ist, dann kann der durchaus auch Einfluss nehmen. Deswegen, ja, kleines Bäumchen, aber auch noch keine dramatische Änderung hier auf diesem Loch. Wir spielen mal schnell weiter, sonst wird das Video hier noch 3 Stunden dauern. Ich rede halt einfach so gerne. Ja, in dem Bereich hätte ich den vielleicht noch besser mit Backspin gespielt, aber ist ja auch egal. So, 16. Dann nehmen wir ganz geschmeidig. Ups, das war ein bisschen wenig. So. Paar rein und wir springen auf Loch 3. Blenden da schon mal ein hier. So sah das früher mal aus. Und so sieht es heute aus. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Auch hier nur optische Verbesserungen, Texturverbesserungen. Die Wolken sind ein bisschen, also die Wolken, die hier in der Luft sind, sind ein bisschen besser geworden. Die Bäume natürlich auch, aber ansonsten hat sich hier auch nicht sehr viel getan. Das heißt, alle möglicherweise Angst oder jede möglicherweise Angst, die man im Vorfeld hatte über diese mögliche Änderung, ich möchte da an den Thread erinnern, der gerade im Forum ist, also den ich heute wieder hochgeholt habe, ist unbegründet. Also meiner Meinung nach ist die Änderung. Oder ja, heben wir uns jetzt auf für den Schluss, wenn ich da mein Fazit ziehe, dann, ups, das war OB. Wie kommt denn der OB? Ja, jetzt bin ich ganz schnell umgehüpft, das ist auch sehr interessant. Tut mir leid, ich habe hier alle Hände voll zu tun. Okay, probieren wir es mit einem anderen Schläger. So, dann jetzt das 6i mit 90% und der sollte jetzt nicht mehr ins OB gehen. Einfach nur, weil es doof wäre. Wie ihr seht, ich mache hier mal an. Auch hier hat sich nicht sehr viel getan. Das Grün ist immer noch ähnlich geblieben. Ja, möglicherweise ist das Gefälle in diese Richtung nicht mehr ganz so stark. Das kann durchaus sein. Allerdings würde ich das auch nicht beschwören. Also auch hier keine großartigen Änderungen. Man hat sicherlich auch was an den Grüns getan. Einfach nur, weil sich's anbietet, wenn man so eine große Veränderung macht und eben auch eine Texturveränderung, dass man möglicherweise auch ein bisschen was am Grün gemacht hat. Ohne Gewähr natürlich jetzt. Ich kann nicht garantieren, dass man Grünfehler allesamt ausgebügelt hat. Ja doch, hat man, offensichtlich hat man, weil sonst wäre dieser Part nicht drin gewesen. So, habe ich es mal wirken lassen. Ihr seht, das Loch kennt er so nicht. Richtig, das ist nämlich das erste komplett neue Loch. Blenden mal kurz das alte ein. Wir sehen schon an der Minimap, da haut irgendwas nicht hin. Da ist irgendwas total falsch und auch hier haben wir 4 Abschlagspunkte. Das heißt, den, auf dem ich gerade draufstehe. Dann eben den hier und
den hier. Es geht tief nach unten und es geht relativ weit nach vorne. Ich spiele den jetzt absichtlich mal ein bisschen kürzer. Mal mit dem PW hierhin. Und dann schauen wir mal weiter. Damit ihr euch da mal ein bisschen ein Bild von machen könnt, was hier umgebaut wurde. Oder wie dieses Loch nun aussieht. Ja, ihr solltet übrigens abstimmen, ne? Schaut euch dieses Video bitte komplett an. Das ist wichtig. Denn ihr stimmt darüber ab, ob's... Entschuldigt bitte. Ob es diesen Kurs so geben soll oder nicht. Das liegt an euch. Wir haben uns dazu entschlossen, eben euch die Wahl zu lassen. Ich meine, ihr habt gerne die Wahl, das weiß ich. Und warum nicht auch im oder bei diesem Thema? Das 8i. Der war zu kurz. Der landet im Bunker. Somit habe ich diesen Bunker entweiht. Ja, entjungfert hätte ich fast gesagt. Und ich spiele hier wieder erste Mensch. Ist aber auch egal. Wenn man nicht mal den Namen von seinem eigenen Spieler lesen kann, dann muss man auch nicht gut spielen können. Das ist altes Shot-Online-Gesetz und das zählt. Aber wenn man den Namen nicht lesen kann, dann muss man zumindest putten können. Das kann ich offenbar heute ein bisschen besser als sonst. Deswegen, ja. Das hier ist Loch 5, das sah früher mal so aus und ja, es sieht heute immer noch so aus. Interessanterweise, da hätten sich sicherlich der ein oder andere gewünscht, dass hier ein bisschen was gemacht wird, vor allen Dingen am Stern hier. Aber, da muss ich euch leider enttäuschen, am Stern wurde nichts gemacht. Es ist möglich, dass auch hier ein bisschen die Hügel flacher, aber das ist so, ich könnte es nicht beschwören. Also ich weiß nicht, ob hier wirklich was gemacht worden ist oder nicht. Das sind dann, da müssen dann die Kartexperten ran, die finden dann jede Nuance, die auch nur irgendwie im Ansatz verändert worden sein könnte. Ich bin dann doch nicht dieser Karteiger-Spezialist. Ich kenne nicht jeden Grashalm. Aber ich weiß ja, ihr seid da, oder viele von euch sind ja da sehr fix drin in solchen Sachen. Der ist gut, der ist nicht gut. Green Edge, das heißt Vorgrün. Den versuchen wir jetzt mal hier ganz geschickt nach oben zu putten. Und vor allen Dingen Sissi. Franz! Der geht rein, oder? Der geht rein. Na sicher geht der rein. Ihr habt gesehen, die Sau wollte schon abhauen. Habe ich ihn aber nicht lassen. Den habe ich gedroschen und ja, wir machen hier Teamplay. Spielt eine komplett blaue Punktekarte. So, jetzt haben wir hier Loch Nummer 6. Das ist dieses hier. Schaut es euch an. Hat sich nicht verändert. Bis auf die Tatsache, dass ich hier auf dem Senior Tee stehe. Das heißt, ich habe ein bisschen eine größere Entfernung zum Loch. Macht aber alles im Allen nichts aus. Meiner Meinung nach hätte dieses. Könnte es ruhig noch ein weiteres Tee geben, das nochmal ein ganz gutes Stück weiter hinten ist. Das dann das Loch 6 bis 650 Yard weit wegbringt.
da könnte man dann vielleicht auch mal von der Schwierigkeit für, keine Ahnung, ab Level 125 oder ab Level 130 dann das einführen. Aber okay, man ist da oft ja auch mal hinterher beim Entwicklerteam und deswegen gibt es das hier nicht. Wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Wir kommen nicht sehr weit. Dann spielen wir den klassischen Weg rechts rum. Und 1, 2, 3 und Abfahrt. Oh, der war knapp. Was hier übrigens auch auffällt, was wahrscheinlich noch korrigiert werden muss, ist, es gibt hier keine OB-Pfosten. Das ist nämlich schwer zu erkennen, denn dieses satte Grün hier im Außenring ist alles schon OB. Da, wo der Baum hier drin steht, auch alles OB. Während ich hier das Bild wieder ausblende. Deswegen, vielleicht sollte man hier auch OB-Pfosten mit reinbringen. Gut, dann wollen wir mal. Nehmen wir doch mal hier den hier. Bisschen darüber. Denkt man gar nicht viel drüber nach. Handicap-Verbesserung ist auf jeden Fall drin. Und der kommt zurück. Genau. Sehr schön. Ja, übrigens, das ist das erste Regenloch, das wir haben. Deswegen, ihr seht hier, der Himmel hat sich auch ganz schön verdunkelt. Ebenso wie die ganzen Wolken, die hier sich herumtreiben. Ups, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Das war mein Handy. Böses Handy. Ich mache hier eine Aufnahme. Kannst du nicht einfach hier rum vibrieren, wie es dir gerade so in den Kram passt, du Sau. So, aus. Weiter geht's mit Loch 7. Da muss ich glaube ich nicht viel sagen. Das kennt man. So wie es hier steht. Hat auch kein neues Tee bekommen. Das heißt, man dachte oder man fand, dass es lang genug ist, scheinbar. Oder vielleicht hat es auch nicht mehr hingepasst. Und ja, demnach keine Änderungen an Loch 7. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Wahrscheinlich viel zu weit. Ist aber auch egal. Lalalala. Oh, ein bisschen weit ist er schon, ja. Das ist richtig. So, 24 Grad zu chippen. Mal schauen, vielleicht kriege ich das diesmal besser hin als vorher eben. Liege ein bisschen bergauf, vielleicht hilft mir das ja. Auf jeden Fall liege ich auf dem Grün. Das ist gut. Könnte ich ja weitermachen in meiner mit meinen paar Spielen. Ich habe ja gerade schon mit meiner Regel gebrochen und Birdie gespielt. Deswegen jetzt ein paar. 13 Yards machen wir so. Und der ist natürlich nicht drin. So, liebe Kinder, so macht man es nicht. Aber wenn ihr denkt, ihr könnt besser putten, ihr könnt richtig gut putten, dann freut euch auf die Septemberwartung. Oder möglicherweise die Oktoberwartung. Man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall eine der nächsten Wartungen. Und wenn ihr noch nicht, wenn ihr meint, ihr könnt nicht so gut putten,
Dann freut euch trotzdem drauf, denn es, glaube ich, wird ganz toll. Also, ich würde ja gern so viel mehr erzählen, aber es nimmt ja die ganze Spannung raus. Deswegen, also ich bin jetzt hier drüben angekommen. Hier gibt es übrigens wieder ein hinzugefügtes Tee. Das heißt, es ist ein bisschen länger für alle ab Level 101. Was gut ist. Also ich finde es generell natürlich gut, wenn es ein bisschen länger ist. Man kann einfach dann nicht mehr. Oder gerade an diesem Loch ist es ja so, dass man dann oft schon mit dem PW oder AW spielen muss, weil man einfach viel zu viel Länge hat. Und mit diesem längeren Abschlag kriegt man hier ein bisschen mehr Variation wieder rein. Gerade für Spieler, die in einem relativ hohen Levelbereich sind. Ja, das macht zwar jetzt nicht viel aus. Das sind vielleicht 30, 40 Yard. Aber alles in allem ist es ein bisschen länger geworden. So, jetzt haben wir hier wieder mal Birdie gespielt. Wir sind jetzt schon bei minus 2 nach 8 Löchern. Kommen jetzt an Loch 9. Und blenden mal ganz kurz ein, wie das vorher mal aussah. Und sehen an der Minimap hier oben, dass das schon sehr viel anders aussieht. Hat sich komplett geändert. Loch 9 wurde gebannt. Und ja, jetzt haben wir ein neues Loch 9. Schön, oder? Machen wir mal wieder weg hier. So, wir haben hier ein Fairway rechts. Also wir haben ja auch vier Tees, logischerweise. Die sehen wir ja auch vor uns. 1, 2 und 3. Dann haben wir hier ein Fairway rechts. Sieht mir relativ gerade aus. Und ich wurde übrigens schon gefragt von Kyoshi, wo dieser Wasserfall herkommt. Das ist eines der großen Mysterien, die es zu lösen gibt. Wir werden übrigens demnächst ein Galileo Mystery machen. Ein Shot on Live Mystery. Mit mir. Asikuru Abdallah. Und ich werde euch verraten, warum dieser Wasserfall oder was dieser Wasserfall mit den Illuminaten zu tun hat. Ja, hahaha. Nein, meine Theorie ist, dass es eigentlich ein Geysir ist, der in den Felsen reinschießt, 8,5 Kilometer nach oben, so hoch liegt nämlich Kadaiga. Das ist quasi, Kadaiga ist das Dach der Welt, 9,5 Kilometer über dem Gipfel vom Mount Everest. Klingt komisch, könnte man aber glauben. Oh, auf jeden Fall schießt dieser Geysir nach oben, ja, kühlt in der Zeit ab. Ich meine, wenn der die 8800 Meter vom Mount Everest plus 9,5 Kilometer nach oben schießen muss, dann sind das 18 Kilometer. Da kann man schon mal abkühlen. Selbst der heißeste Geysir kühlt da ab. Ja, auf jeden Fall schießt er nach oben durch diesen Felsen hindurch, macht Kabam, kommt da raus als Wasserfall und fließt dann langsam dem Felsen wieder runter, um sich dann unten wieder zu erhitzen und oben wieder als Geysir rauszuschießen. Es ist quasi ein Perpetuum mobile. Shot Online Onnet hat euch ein Perpetuum mobile im Spiel gebaut. Also ist das geil oder ist das geil? Natürlich ist das geil. Falls ihr andere Theorien habt zu unserem Wasserfall oder dazu, was die Illuminaten damit zu tun haben. Ja, ab in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Aber ich glaube, ich habe recht. Ich finde diese Theorie eigentlich sehr schön. Diese Perpetuum mobile Theorie. Deswegen. Ja, einmal belieber. So, ihr seht ja, das Grün ist relativ unspektakulär, würde ich sagen. Ist jetzt nicht allzu schwer zu spielen, denke ich mal, außer vielleicht hier dieser Bereich, wenn der Ball hier aufkommt, dann könnte es sein, dass er ins Wasser hüpft. Das wollen wir aber nicht. Deswegen
Schauen wir mal. Aber es sollte eigentlich relativ gut anzuspielen sein. Die Gesamtlänge des Loch haben wir gesehen, 461 Yard. Ist jetzt auch nicht so, dass man den mit dem Driver anspielen muss. Zumal es, glaube ich, gar nicht möglich ist, aufgrund des Bergs, dass man den mit dem Driver anspielt. Selbst mit 5 W könnte es knapp werden, aber das müssen dann die Spezies, falls wir den Kurs wollen, müssen es an die Spezies testen. Für die richtig großen oder für die richtig gut ausgestatteten ist das hier sowieso ein Loch fürs, keine Ahnung, 6er Eisen oder so. 7er, 8er, 10er, 12er. Auf jeden Fall fürs Eisen. Und die stören sich dann auch nicht daran, wie das Grün hier aussieht. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal aus der Nähe. So wild ist es nicht, das Grün. Sieht halt wieder besser aus oder sieht halt wieder anders aus. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Texturüberarbeitung fand auf dem ganzen Kurs statt. Jetzt hier schön rangechippt. Also fast. Quasi. Und locken den jetzt ein, bleiben unserem Paar treu. Und ich glaube, ich habe noch keinen Boogie. Na, immerhin habe ich noch keinen Boogie geschafft. Das ist schon mal sehr gut. So, Loch 10 muss ich eigentlich gar nicht einblenden. Wenn bisher nur die Hälfte der Zuschauer wusste, wie die ganzen Löcher aussehen, weiß es spätestens jetzt jeder Zuschauer. Denn jetzt kommen auch die neuen In-Leute auf ihre Kosten. Ja, auch bei euch wurden mindestens ein Loch nochmal neu erneuert. Aber dazu später dann mehr. Ja, Loch 10, so sah es früher aus. So sieht es heute aus. Keine Änderungen. So sieht es heute aus. Also keine Änderungen im Loch oder am Loch. Und wir blenden die Sache wieder aus. Nehmen uns das 8i zur Hand. Und werden wahrscheinlich ein bisschen verkacken. Ich nehme einfach mal 50% und schau, wo der Ball landet. Auf den Grün, das ist gut. Ja, wie gesagt, auch die Neigung auf den Grün, ich nehme an, die hat sich nicht sonderlich geändert. Also ich würde sagen, nein, hat sich nicht geändert. Es ist immer noch sehr stark in diese Richtung geneigt und hier eben nach unten. Deswegen nehmen wir jetzt auch bloß 35%. Wahrscheinlich ist es immer noch zu fest. Ja. Ball bewegt sich auch kein Stück oder fast nicht in die Richtung. Ist aber auch egal. Auf dem Rückweg kriegen wir den rein und dann machen wir wieder ein paar. Das können wir nämlich. So, guck, der ist drin. Gut, ja, Loch 10 hat sich nicht geändert. Loch 11 ebenso wenig. Hier hat es nicht mal für einen Senior Tee gereicht. Zur Erinnerung hier nochmal kurz. So sah es früher aus. Und so sieht es heute aus. Ist also nicht verändert, bis auf natürlich die Texturen. Gut, dann nehmen wir das 3W. Und schauen mal, wie wir den hier drüben nach drüben kriegen. Ob wir den nach drüben kriegen. Aber es sieht ganz gut aus. Die Bäume bremsen so ein bisschen. Das ist gut. Also wer sich noch an die Bäume früher erinnern kann, das waren meistens diese kahlen Geisterbäume. Da sehen die tatsächlich ein bisschen freundlicher aus und vor allen Dingen passt das jetzt auch zu unserem Schatzsuchsystem. Denn wie gesagt, früher gab es recht wenig Blätter an den Bäumen von Kadaiga. Jetzt gibt es diese. Und jetzt macht auch das gelbe Blatt von Kadaiga, glaube ich, so heißt das, oder? Macht jetzt auch Sinn als Schatz. Tja, sowas, oder? Man muss immer positiv denken.
Positiv denken und 79% putten. Naja, nicht ganz. Geht der bergab. Also, oh, 72, bla. Übrigens, am Wochenende, wer es noch nicht gelesen hat, wieder Asekuro. Schlagt den Asekuro. Ihr könnt euch anmelden. Also anmelden könnt ihr euch heute am 25.8. und morgen am 26.8. Wenn ihr das Video erst in einem Monat schaut, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Dann ist es nicht mehr wahr. Also, 25. 26. 8. könnt ihr euch die Karte abholen bei Kallix, abgeben bei Baxter und schon habt ihr euch oder habt ihr euren Willen am Schlag den Asekuro teilzunehmen kundgetan und wir losen dann aus und ihr wählt dann aus. Ganz einfache Geschichte. Gibt's nicht viel dazu zu sagen. Außer, dass ihr möglicherweise berühmt werden könnt. Wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann nicht. So, auch hier gibt es nicht allzu viel, außer möglicherweise, noch diesen Hügel gab es früher auch schon, oder? Gab es diesen Hügel früher schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Man sieht es nicht, wenn man sich das Luftbild von früher anschaut. Moment. Ah ja, doch, ja doch, doch, man sieht es sehr wohl. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil der Mauszeiger hier nicht aufgenommen wird, aber man sieht, dass es da den Hügel auch schon gab und auf jeden Fall hat sich hier auch nichts geändert. Auch diese Bäume sind nach wie vor da, für die, die noch kürzer spielen müssen. Das heißt, keine Änderung, alles so wie gehabt. Wir spielen. Der könnte möglicherweise zu kurz und zu links und zu überhaupt schlecht sein. So, hier haben wir doch mal eine Pente. Denn mit einer Pente ist das Leben gleich viel schöner. Na, noch 18 kann ich dann chippen. Da kenne ich dann auch die richtige Entfernung. Plupp, drin, Birdie. Und im Hintergrund grinst immer noch die Actimel-Frau. Oder vergleichbare Produkte. So, Loch 13. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist dieser Effekt, dieser Vorführeffekt. An Loch 13 hat es natürlich viel Wind und Regen. Da kommen dann gleich wieder die Leute. Hätte Druck mal das Wetter besser machen können. Nein, hätten wir nicht. Hab keine Zeit gehabt, an der Wetterschraube zu drehen. Und außerdem ist es eh doof. Aber ihr seht, das Loch hat sich ja auch verlängert. Es gibt jetzt hier auch diesen Senior-Abschlag. Ich kann mal kurz einblenden, wie das früher aussah. Da gab es bloß diese drei nebeneinander. Die hier, wenn ich auf der Minimap markiere, da waren sie. Ja, und jetzt gibt es noch extra diesen hier hinten. Ist natürlich ein bisschen knackig, also wenn es hier Regen hat und Gegenwind, dann wird es hier selbst für die Großen noch mal ein bisschen knackig, wenn sie, ich denke mal, mit hier, ja genau, man kann hier nämlich nicht mit dem Driver spielen. Vielleicht linksrum. Ja, linksrum wird auch schwer, weil eben da der Berg ist. Das heißt, mit dem Driver spielen bei Regen und Gegenwind wird hier sehr schwer. Mit dem 3W ebenso. Auch mit dem 5W könnte es möglicherweise noch. Ja, wahrscheinlich nicht. Das sollte normalerweise gehen. Man darf natürlich auch die Bilder, die man jetzt gerade hier sieht, nicht als Referenz nehmen, denn ja, ich habe jetzt hier 246 F, 37, 46 Kraftgenauigkeit und spiele ja Mittelmaß an Ausrüstung. Aber trotzdem, es könnte durchaus schwer werden oder ein bisschen knackiger werden hier bei relativ schlechten Wetterbedingungen das Grün anzuspielen. Wir haben jetzt hier allerdings 5,2 Rückenwind.
Das sollte das normalerweise ohne Probleme hinhauen. Sprache und Schlug und Schlag. Schlag und Schlug ins OB. Schlagte. Schlugte. Er schlugte ins OB. Er schwimmte, schwamm und schwamm. Ja. Tschüss. Den chippen wir doch mal mit. So. Wahrscheinlich immer noch zu kurz, oder? Nee, der ist besser. Der ist gut, der ist besser, der ist. Nein, wir hatten genug Werbung heute, ne? So, Loch 13. Ja, keine großen Änderungen. Außer, dass man. Ah, doch, hier. Diesen Wasserfall. Ihr seht die Gischt. Nicht die Gicht, die Gischt. Gischt. Auch nicht die sächsische Gischt. Nein, egal. Keine Sachsenwitze hier, ne? Keine Sachsenwitze. Na gut, einen. Ich sagte Baguetteböden. Ich will ein Baguetteböden. Gehen Baguetteböden. Denkt mal drüber nach. Jetzt kommen wir zu Loch 14. Ich kann euch gleich sagen, hier gab es keine Änderung. Es war wohl mal angedacht, dass es hier einen Wassergraben ums Grün rum gibt. Gibt's aber nicht. Gab's nicht. Haben wir nicht gemacht. Haben sie vielleicht auch wieder rausgenommen? Ich weiß es nicht. Ich spiele ja tatsächlich auch jetzt gerade zum zweiten Mal dieses Kadaiga. Das heißt, ich hatte vorher auch keine Möglichkeit, das zu testen. Ich habe wohl mal Konzeptbilder gesehen und da habe ich eben einen Wassergraben um das Grün rum gesehen. Im Endeffekt gibt es diesen Wassergraben nicht mehr. Gott sei Dank oder schade, keine Ahnung, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es schade, ich persönlich, denn ich könnte gut damit leben, wenn Kadaiga auch wirklich sehr viel knackiger werden würde. Denn ja, ich meine, es muss ja nicht unbedingt gleich so wie Saint Bay werden, aber für Kadaiga-Verhältnisse knackig werden hätte ich kein Problem mit. Weil, ja, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, Kadaiga ist schon lange zu leicht. Und, also meiner Meinung nach, ich kann ja natürlich nur von mir sprechen. Und, ja, Neuerungen sind immer gut. Also, es ist, erstmal ist es immer positiv, etwas Neues zu haben. Ob die Neuerung dann selber gleich perfekt ist, sei dahingestellt. Aber das kann man dann ja justieren. Aber generell Neuerungen zu bekommen ist immer gut, weil da sieht man, okay, da wird was gemacht, da interessieren sich noch Leute dafür, was da passiert. Und wie ihr seht, also ich kann hier das Grün nicht anspielen direkt. Das ist mal sehr erfrischend. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich hier den etwas längeren Weg über dieses Fairway hier gehen musste. Und ja, das liegt hier wohl auch an diesem Senior-Abschlag. Das heißt, ich schlag da jetzt drauf und dann mit dem zweiten Schlag aufs Grün. Nicht in die Wolken. Aus Grün. An die Fahne. Ah, so. So geht das. Ja, auch hier. Zumindest keine großen sichtbaren Änderungen am Grün. Vorne ist es immer noch relativ eben. In Anführungszeichen. Hinten sind dann die Hügelchen zu sehen. Ist aber auch alles wie gehabt. Und wie gesagt, es ist immer noch möglich, dass es hier und da ein Detail gibt. Das müsste ich aber dann tatsächlich nochmal vergleichen. Dann müsste ich auch nochmal 1, 2, 3, 8 Runden des alten Kadaiga spielen. Und dann
nochmal das Neue und dann würde mir vielleicht jetzt ein oder andere Detail auffallen. Aber wie gesagt, das ist dann eher für euch. Das Video soll euch eine grobe Übersicht geben über das, was da so kommen soll. Ich denke, das tut's. Ihr seht, dass keine Angst oder dass ihr keine Angst haben müsst vor dem Update, denn es sind keine groben Änderungen. Es sind meistens eher kleine Änderungen, bis auf zwei Löcher, die es bisher gab. Zwei Löcher, die komplett geändert worden sind. Und auch hier, ihr seht, hat sich nichts getan. Die drei Tees sind nach wie vor da, genau wie auf dem Screenshot hier. Das Grün ist auch noch dasselbe, ja sogar der Baum auf der linken Seite des Grüns oder der Grüninsel ist noch da. Das heißt, keine Änderung hier. Wo es interessant wird, was ich noch nicht genau sagen kann, konnte, ob sich was auf dieser Buckelpiste hier getan hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe vorher eben einmal gespielt, ich habe es mir auch ein bisschen näher angeschaut, um zu checken, ob sich da spürbar was geändert hat. Ich würde erstmal sagen, spürbar nein. Also nicht was, wo man anschaut und sagt, boah, das hat sich geändert. Aber möglicherweise wurden ein oder zwei, drei Stellen ein bisschen bereinigt, ein bisschen begradigt. Da würden mir zum Beispiel eine Stelle einfallen, die irgendwo hier hinten sein dürfte, wo der Ball immer noch ganz komische Spirenzchen macht, wenn er da liegt, was sehr schwer zu putten ist, wenn man nicht die nötige Erfahrung hat. Aber spürbar erstmal nichts, nee. Oh, der war vorbei. Offensichtlich. Der auch. Ja, ihr seht, das Grüne ist immer noch toll. Ich kriege meinen ersten Bogey aufgrund dieses Grüns. Oder Doppel? Nee. Einfacher Bogey reicht aber auch. Und wir springen an Loch 17. Ja, hier hat sich auch nichts geändert. Außer das Aussehen ein bisschen. Es gibt kein neues Tee. Es gibt immer noch diesen großen Stein mit Loch in der Mitte, genau wie den hier, auch mit Loch in der Mitte. Großes Tee. Ein Baum, der jetzt ein paar Blätter bekommen hat, netterweise. Und immer noch sehr, sehr schlecht da steht. Aber okay, gut. Ist nur so nebenbei. Schauen wir doch mal, wohin der Weg uns führt. Bin mir nicht sicher, ob das so hinhaut. Falls nicht, dann muss ich dann gleich den langen Weg gehen. Aber Versuch macht klug, ne? Na, nee, 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 da fehlt mir noch eine ganze Ecke. Eine ganze Ecke. Wo dieses Geräusch jetzt gerade herkommt, herkam, möchte ich gar nicht wissen. Aber den spielen wir so. Das wissen ja viele gar nicht. Ja? Also könnte auch ein Lehrvideo werden hier. Hier drüben gibt es ein Fairway. Schaut euch das mal an. Und so groß ist es. Da kann man Fußball drauf spielen. Also wenn es nicht so schief wäre. Da hinten ein Tor hingestellt. Da ein Tor hingestellt und ab dafür. Und Fußball und Golf gehört ja quasi zusammen. Und fragt mal Kaiser Franz, fragt mal den Herrn Kahn, den Olli. Die können euch das sicherlich bestätigen. Die Herren Lahm, Müller,
Und Schweinsteiger wissen das auch. So. Noch 17. Ja genau, es hat jetzt im Endeffekt gab es zwei Löcher, die eine Änderung erfahren haben. Also die komplett ausgetauscht wurden. Dann gab es ein, zwei kleinere Änderungen an bestehenden Löchern, wie hinzugekommene Bäume oder natürlich die Blätter an den Bäumen. Aber im Endeffekt ist es hier nicht Kataiga 2.0. Es ist auch keine so krasse Änderung, kein so krasser Einschnitt, wie es den auf Rufus gab. Oder auch Abelplaner. Optisch hat sich's auf jeden Fall verbessert. Finde ich. Sehr, sehr stark sogar. Und ansonsten. Ja. Also ich selber kann sehr gut damit leben. Mit diesem Kataiga. Und das sage ich jetzt als Spieler. Nicht als Verantwortlicher, nicht als Asikoro, sondern als Spieler. Ich selber bin immer froh, wenn es was Neues gibt. Und auch darüber bin ich eigentlich recht froh. So, jetzt machen wir noch einen Albert-Chip in. Auf diesen schönen Loch 18 mit Ausblick auf die Alpen. Oder das, was ich für die Alpen halte. Und ne, kein Alper. Aber ein Igel ist auch schön. Ja, wie gesagt, ich bin froh. Ich würde diese Änderung persönlich sehr begrüßen. Legt es aber natürlich in eure Hände. Ja, wenn ihr sagt, jo, finden wir geil, dann machen wir das so. Und geben wir Bescheid, dann sollen sie den so einbauen. Dann machen wir die Schrift hier auch ein bisschen mehr deutsch. Und dann präsentieren wir euch den. Ich habe jetzt nicht geschaut wegen den XP. Aber ich würde sagen, die XP sind erhöht worden, wenn ich mir die Daten hier so anschaue. Genaue Informationen gebe ich euch aber dann, wenn es soweit ist. Es sind natürlich, man muss auch immer im Auge behalten, dass Einstellungen und ja, gerade Einstellungen auch immer serverspezifisch gemacht werden, während ich mich jetzt hier mal aus, nee, noch nicht auslogge. Das heißt, an die Bedürfnisse angepasst. Ja, ich weiß, der wird gerne mal sarkastisch benutzt, dieser Satz, aber es ist tatsächlich so, an die Bedürfnisse angepasst. Wir wissen recht gut, wie die Bedürfnisse aussehen, ja, wie die Waage dann auch gehalten wird zwischen Bedürfnissen der Spieler und Bedürfnissen des Publishers. Denn man muss ja auch beide Seiten immer betrachten. Und deswegen passt es schon ganz gut. Wie gesagt, es kann sein, dass sich da noch was ändert. Wenn ihr jetzt XP gesehen habt, nagelt uns nicht drauf fest. Diese XP-Angaben, die ihr gesehen habt, sind ohne Gewähr. Wie es am Ende ausschaut, weiß man noch nicht. Der Kurs wird auf jeden Fall so aussehen. Das heißt, wenn er euch gefallen hat, stimmt ab mit Ja. Wenn ihr sagt, nee, ich spiele lieber das alte Kataiga, mir egal wie das aussieht, dann stimmt mit Nein ab. Ist auch okay, euch reißt keiner den Kopf ab. Wir freuen uns natürlich über Beteiligung. Die Abstimmung wird eine ganze Zeit lang laufen, also ein, zwei Wochen auf jeden Fall. So dass jederzeit da zum Abstimmen und jeder mal kurz ins Forum schauen kann und klicken kann. Ja, und wenn alles gut geht, dann können wir den schon einbauen bei der Septemberwartung, spätestens dann bei der Oktoberwartung und ihr könnt einen zumindest halb neuen Kurs genießen und vielleicht eure Liebe. Alte Liebe zu Kataiga wiederentdecken. Wie auch immer. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Glaube ich, hat es schon lang genug gedauert, das Video. Ich will auch niemanden langweilen damit. Bis zum nächsten Mal. Das wird diese Woche auf jeden Fall noch wiederkommen. Neues Format. Und denkt an Schlag den Asikoro. Ich zähle auf euch am Sonntag in der Fankurve
mit dem Asikoro-Schal. Bis dann. Tschüss.